Von ihrem Fluch befreit und ans Licht geführt. Ich habe dich geführt. Das tut mir nicht leid. Also, du bist verflucht gewesen. Auch vor Tausenden von Jahren haben wir Frauen Leid erfahren. Oh. Durch unsere Schönheit und den Schein sollten wir euch Männern Objekt der Begierde sein. Und weil ich mich wehrte, hör gut zu, und kein Opfer sein wollte von MeToo, und schnell das Weide hab gesucht, hat man mich zu den Schlangen in die Grube verflucht. Ach so, MeToo-Sie doch. Die wollen sich nicht blamieren und tun gekonnt die Helis simulieren. Medusi, die Soldaten, die kennt man doch mit Leopatra, schenken als Ventilatorordnung. Wenn unsere Soldaten in fernen Ländern für Sicherheit garantieren, ja, dann darf es einfach nicht passieren. Das Material ist schrottreif und ja, alt. Und die Politiker, die lässt es völlig kalt, weil sie sich nur noch dafür interessieren, dass keine Bilder ehemaliger Wehrmachtssoldaten in Kasernen existieren. Wir müssen allen Einsatzhelfern bestmögliche Ausrüstung mitgeben, genau, damit sie den Frieden nicht bezahlen mit ihrem Leben. Auch in der Antike, im alten Rom, hat man schon einstudiert, dass die Parade für Kleopatras Geburtstag funktioniert. Aha. Dann kommt der Honner, der Horst. So, der gute Doktor, dann sieht man den. Salve! Wie kommt der Honner? Sieht der Honner schon komisch aus, so, ne?